Also, hallo zu einem neuen Video und ich werde heute auf einen TV-Beitrag zum Thema Mutismus reagieren. Also das ist der hier. Das ist der Beitrag von Volle Kanne vom 17.12.2018. Und also bevor wir das Video anschauen, würde ich sagen, lesen wir uns erstmal hier unten den Infotext durch. Also der Begriff selektiver Mutismus kommt vom lateinischen Wort mutus, das heißt stumm. Und selektiv, womit auswählen gemeint ist. Also als erstes mal, es ist ja nicht wirklich auswählen, also ich würde eher ausgewählt hier sagen. Also hier würde ich jetzt eher ausgewählt sagen. Denn die Betroffenen wählen es ja nicht selber aus, wann sie da sprechen. Ja, das Phänomen wird auch als elektiver Mutismus bezeichnet. Das ist aber die veraltete Bezeichnung. Die ist zwar im ICD-10, ist noch gültig, aber der wird ja mittlerweile, also ICD-11 gibt es ja auch schon, also der tritt ja dann auch bald in Kraft. Und da ist es dann auch schon geändert. In Amerika ist es auch schon länger jetzt offiziell der selektive Mutismus. Und es bezieht sich auf Kinder, die nur in bestimmten Situationen und zu bestimmten Personen sprechen. Genau. Ja, also die betroffenen Kinder sind durchaus in der Lage, normal zu sprechen. Und in einem vertrauten Umfeld können die ganz normal reden. Ja, die sagen jetzt, es handelt sich nicht um eine Sprachstörung, sondern um eine Sprechhemmung deswegen. Also, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und ja, also und Wissenschaftler streiten darüber, ob Mutismus ein eigenes Krankheitsbild darstellt. Ja, gut, also da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Also ja, also das lassen wir mal so stehen. Dann ist hier die offizielle Definition von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das ist eigentlich auch klar. Werde ich jetzt nicht vorlesen. Wer das interessiert, kann sich ja mal in den googeln. Häufigkeit ist eigentlich auch nicht so wichtig. Können wir mal kurz schauen. Ja, also es, 1 von 1000 Kindern soll da betroffen sein. Ja. Ja, verschiedene Formen, wie es die jetzt, wie das ZDF jetzt nennt. Das sind der symbiotische Mutismus. Wenn eine extreme symbiotische Beziehung zu einer Bezugsperson, wie beispielsweise der Mutter, vorliegt. Ja. Gut, ich meine, ich kenne mich jetzt mit den Bezeichnungen nicht aus, für mich sind die jetzt genauso neu wie für euch. Ich weiß, was das selektive Mutismus ist, klar, das habe ich, aber was das genau ist, ich meine, wenn es so ist. Betroffene Kinder haben heftige Trennungsprobleme und verweigern gegenüber anderen fremden Erwachsenen die Kommunikation. Ja gut, also verweigern finde ich jetzt beim Thema Mutismus eher falsch gewählt. Also das Wort kann man so jetzt nicht stehen lassen. Also, dann ist es ja eigentlich jetzt kein Verweigern. Der Sprechangstmutismus, bei dem Betroffene Angst haben, die eigene Stimme zu hören. Ja. Aber ich glaube, das gehört auch zum normalen Mutismus. Es ist normal, normales
Symptome verfasst von Symptome vom selektiven Mutismus. Einfach, dass man sich einfach unwohl fühlt zu sprechen und man hat das Gefühl, die Sprache hört sich komisch an, die eigene Stimme und ich fühle es jetzt nicht als Unterart vom Mutismus sehen, also, sondern einfach als Symptom, also wenn man sich Angst hat von der Stimme, dann würde ich als Symptom vom Mutismus sehen. Und beim passiv-aggressiven Mutismus wird das Schweigen bewusst eingesetzt. Um sich mit Hilfe der Sprechverweigerung gegen etwas zu wehren. Ja, wie gesagt, ich halte nichts von dem, ganz ehrlich, also ich halte nichts von diesem Ausdruck, also diesen Ausdruck von mir schon. Ich halte aber nichts von der Definition hier, dass das Schweigen bewusst eingesetzt wird. Das ist Mutismus nicht. Und man kann das so auch nicht stehen lassen. Also ich kann als Betroffener das so nicht stehen lassen. Dass Mutismus auch als bewusst eingesetzt wird. Ich meine, wenn es zum Schweigen bewusst eingesetzt wird und es kontrollierbar ist, dann ist es für mich nicht kein Mutismus. Denn alle Mutisten, die ich kenne, beziehungsweise die ich ja schon irgendwie, von denen ich schon gehört habe, die setzen sich auf jeden Fall dafür ein, damit es eben nicht als etwas Bewusstes wahrgenommen wird. Damit die Leute verstehen, dass es eben nicht, dass man es nicht kontrollieren kann. Und dann kommen die jetzt hierher und sagen, es gibt da den passiv-aggressiven Mutismus. Ja, bin jetzt nicht so positiv zu dem. Stehe jetzt nicht so positiv gegenüber. Und ansonsten, ja. Kenne ich diese Unterformen jetzt auch nicht. Also reaktiver Mutismus als Folge einer Depression oder kenne ich jetzt nicht. Also die Symptome sind ganz klar, also jetzt, dass die betroffenen Kinder, Personen, sage ich jetzt einfach mal, weil es gibt ja auch Erwachsene, die betroffenen Personen nur unter bestimmten Bedingungen verbal kommunizieren, das ist das Offensichtlichste. Und ja, zu Hause sprechen sie ganz normal und gegen eine fremde Person schweigen sie. Das ist so das typische Beispiel. Und ja. Ja, betroffene Kinder wirken oftmals sehr gehemmt, ängstlich und zeigen keine emotionale Beteiligung im Geschehen. Ja, so wirkt man. Also, wenn ich mir sage, ich selber sehe es ja nicht, wie ich wirke, aber. Wenn ich denke, so wirkt man nach außen hin. Das war mir als Kind natürlich nicht bewusst. Wenn ich als Kind da im Kindergarten oder so einfach nicht gesprochen habe. Aber klar, wenn ich verstehe es, so wirkt man halt nach außen. Wenn man wirkt nach außen, klar, wenn die Mimik, der Gesichtsausdruck komplett blank ist und auch die Gestik eingeschränkt ist. Es kann sich auf den gesamten Bewegungsapparat auswirken. Und wenn man natürlich dann komplett verstarrt ist, dann wirkt es natürlich so, als hätte man da kein Interesse an dem Geschehen. Also man wirkt dann schon so ängstlich und so. Aber dem ist nicht so, beziehungsweise muss nicht so sein. Also vor allem, die sind sehr wohl emotional, sogar und können es halt noch nicht so zeigen auch. Ja, Ursachen sind nach wie vor unbekannt, also wenn ihr da mehr wissen wollt, dann googelt das einfach am besten. Ja, Diagnose muss ein Arzt machen, also wenn ihr sowieso irgendwo jetzt denkt, ey, das klingt nach irgendeinem Bekannten oder das klingt nach mir, geht zum Arzt. Ja, Therapie soll möglichst frühzeitig erfolgen und sich individuell auf das betroffene Kind beziehen. Das ist sowieso klar, sollte selbstverständlich sein. Welche Therapie auch da wieder. Es gibt kein Pauschalrezept. Muss jeder für sich wissen und selber herausfinden, was ihm hilft. Das kann Logopädie sein, es kann Psychotherapie sein, alles möglich.
Und natürlich klar, je früher die Therapie begonnen wird, desto besser ist es. Desto besser sind die Heilungschancen. Fangen wir an. Michelle Weber mag Mathe. Die 10-Jährige ist eine gute Schülerin. Doch obwohl ihr die Antwort auf der Zunge liegt, bringt sie auf spontane Fragen oft kein Wort heraus. Michelle. Ja, das ist. Also, das kann ich wirklich so beschreiben. Das ist wirklich genauso. Du weißt genau, was du sagen musst. Du bist ja hundertprozentig sicher, das ist richtig, aber. Kannst es einfach nicht sagen, ja. Also. Nur um es nochmal zu verdeutlichen, aber. Weißt du's? Ein Schweigen, das alle belastet. Ich finde das halt ein bisschen doof, weil die anderen sich viel melden und mehr reden als ich und ich nicht. Es ist halt manchmal einfach frustrierend, wenn man merkt, so, sie wüsste es, sie könnte jetzt was sagen und sagt einfach gar nichts. Und dann sitzt sie da, hat dann die Hände unterm Tisch und guckt dann mit großen Augen an und dann denkt man so, Michelle, jetzt sag halt einfach was. Aber ja, dann ist halt dann einfach da so eine Hemmung. Michelles Problem fiel schon im Kindergarten auf. Die 3-Jährige weigert sich, mit Erzieherinnen oder anderen Kindern zu sprechen oder zu spielen. Ein Kind, das schweigt, aber nicht immer. Zu Hause war sie ganz anders, hat Tut viel mir leid, ich gesprochen, bin eigentlich den gleich ganzen Tag, gesungen viel, alle Lieder vom Kindergarten hat sie nachgesungen. Selbst gedrehte Aufnahmen aus dieser Zeit. Was wollen Sie haben? Michelle kann sprechen, verweigert es aber oft. Der Kinderarzt stellt die Diagnose selektiver Mutismus, eine Sprechhemmung, die meist in der frühen Kindheit auftritt. Auf Anraten des Kinderarztes suchen Michelles Eltern professionelle Hilfe. Die Ergotherapeutin Heidemarie Jahnke hat jahrelange Erfahrung mit Kindern, die nicht sprechen. Selektiver Mutismus bedeutet, dass Kinder an bestimmten Orten mit bestimmten Personen oder in bestimmten Situationen nicht sprechen, obwohl sie sprechen können. Und es zählt zu den Angststörungen oder emotionalen Störungen oder sozialen auch Störungen. Michelle ist knapp 4, als sie zu Heidemarie Jahnke in Therapie kommt. Michelles Mutter erinnert sich noch genau, wie schwierig es am Anfang war. Also es war so, dass sie sich ganz arg festgeklammert hat, ganz arg geweint hat. Also vor allem hat sich gar nicht von mir gelöst. Oft sind mit Mutismus auch Trennungsängste verbunden. Michelle musste lernen, sich von ihrer Mutter zu lösen. Das ist mit einem Hilfsmittel gelungen. Über ein Seil konnte Michelle Nähe und Distanz selber regulieren. So lange, bis sie losgelassen hat. Mit Malen, Spielen oder mit Bewegung versucht Heidemarie Jahnke, Kinder mit Mutismus zu spontanen Äußerungen zu motivieren. Das gelingt ihr auch mit anderen Methoden. Michelle hat geholfen, dass sie hier vertrauter war, dass sie ihre Puppe Lena mitbringen konnte, dass wir Rollenspiele gemacht haben, ich auch mit einer Puppe. Und es hat ihr geholfen, über die Puppen in den Dialog zu kommen, in die Sprache zu kommen und das erste Wort, den ersten Satz zu sprechen. Heute ist Michelle seit 7 Jahren in Therapie und hat viele Kommunikationsbausteine erlernt. Inzwischen schafft sie es, in Alltagssituationen etwas laut und deutlich zu sagen. 2 Kugeln Schokolade im Becher. Unterstützt wird Michelle auch von ihrer Freundin Mieke, die bei Therapiesitzungen oft dabei ist. Einmal einen grünen Topf. Mit ihr übt sie Rollenspiele. Das macht dann 17 €. Trotz aller Sprecherfolge erschwert der Mutismus immer noch Michelles Leben. Während sie sich mit Mieke unbefangen verhält, spricht sie nach wie vor kaum mit Fremden und auch nicht mit einigen Familienangehörigen. Ich spreche mit meinen Großtanten, meinen Großonkels, meinen Großcousinen, meinem Großcousin und mit meiner Uroma noch nicht. In der Schule wird Michelle so akzeptiert, wie sie ist. Zum Beispiel, wenn sie im Sitzkreis mal wieder kaum spricht. Danke. Bitte. In der Klasse, da reagieren die so ganz normal drauf, als wäre das gar nicht da.
Einmal im Monat wird Michelle von Heidemarie Jahnke im Unterricht besucht. Die Therapeutin ermutigt sie, sich wortstark zu beteiligen. Und was ist es? Andere Seite, oder? Los, welche ist es? Durch fünf. Die ist durch fünf teilbar, genau. Michelles Erfolge werden festgehalten. Für jedes spontane Melden und Antworten gibt es Sternchen. Der Plan ist, dass wenn sie in jeder Stunde dann spricht, dass wir dann ein Fest feiern können. Sie kriegt ja da ihre Sternchenpunkte und wenn sie genug hat, können wir dann ein Fest feiern, alle zusammen. Das wird möglicherweise nicht mehr lange dauern. Denn inzwischen gelingt es Michelle sogar schon, Gelerntes vor der ganzen Klasse aufzusagen. Auch wir sind nämlich Bäume, die in Bewegung geraten sind. Und hoffentlich wird sie ihre Sprechhemmung irgendwann ganz überwinden. Ja, also es ist, also im Grunde ist es erstmal ein toller Beitrag, also jeder Beitrag zum Thema Mutismus ist erstmal ein guter Beitrag. Da jeder Beitrag irgendwie das Thema ja auch bekannter macht und also ja, und inhaltlich ja bringt es eigentlich diese 5 Minuten, die der Beitrag jetzt hat, ganz gut rüber. Also ich vermisse jetzt nichts in dem Beitrag. Es kommen so die Gefühle rüber, das Mädchen kann nicht sprechen und in gewissen Situationen. Und es wird auch klar gesagt, dass die Klasse natürlich sie akzeptieren muss, beziehungsweise in dem Fall tut es ja auch, aber das ist natürlich ein großer Punkt. Die Klasse muss es natürlich akzeptieren, das Kind, und so annehmen, wie es ist, denn nur so kann es noch irgendwann mal klappen. Es sollte natürlich auch keine Sonderbehandlungen stattfinden, was ja auch in dem Fall jetzt eigentlich, glaube ich, nicht der Fall ist. Also soweit ich das beurteilen kann, aber ich meine, klar, Sonderbehandlungen sind nie schön und fördern auch nicht gerade diese Akzeptanz. Und ja, ich meine, das Einzige, was ich jetzt sagen kann, war, die Reporterin hat häufiger mal gesagt, ja, die Kinder verweigern die Sprache. Und das ist halt, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, auch beim Text unten. Es ist jetzt keine Verweigerung in dem Sinne, sondern man beweigert nicht bewusst. Und das war natürlich jetzt nicht so gut. Ich meine, man kann nicht, da ist eine Blockade. Und es hat eigentlich jetzt nichts mit Verweigern zu tun. Und ja, also den Mädchen aus dem Video wünsche ich auf alle Fälle alles Gute. Also sollte sie das Video auch mal irgendwann sehen. Alles Gute dir auf jeden Fall. Mein Video ist auch schon wieder ein Jahr alt, also der Beitrag. In dem Jahr konnte ich auch vieles getan haben. Und ich hoffe mal auch, bin natürlich auch. Also alles Gute dir und allen anderen auch. Und ja. Vielleicht kann man ja da noch mal was bewegen, dass das dann mal auch noch bekannter wird und es noch mehr Leute kennen und auch akzeptieren. Denn je mehr Leute darüber sprechen, je mehr Leute es kennen und desto vertrauter ist diese Diagnose schon, diese Krankheit schon. Und ja, umso akzeptierter ist dann auch die Krankheit. Und von daher, ja, aber dann würde ich sagen, beende ich das Video jetzt hier und bis zum nächsten Mal.